unbeaufsichtigtes Kleinkind im Auto lebensbedrohlich dehydrieren. Eine Anwohnerin hat Polizeioberkommissar Frederik Richter und Polizeikommissarin Melina Hoffmann verständigt, weil ein Baby verlassen im Auto sitzt. Hier ist das Kind. Okay, wie lange ist denn schon drin? Ja, wie lange? Ich bin jetzt seit 10 Minuten vorbeigegangen, da hat es auf einmal angefangen zu schreien. Okay, das aber Sie wissen nicht, wie lange das wahrscheinlich schon da drin ist, ne? Nee, sofort aber, raus, ja. Normalerweise öffnen wir die Scheiben nicht sofort. Allerdings befand sich hier ein kleines Kind in dem Fahrzeug. Davon mussten wir ausgehen, dass Gefahr in Verzug bestand und wir umgehend das kleine Kind retten mussten. Ja. So. Warte, ich mach's hier ab. Hallo, kleine Maus. Na, wie geht's dir denn? Ha? Alles gut? Dann will ich mal raus, komm mal her. Vorsichtig. Uiuiui. Hallo? Hallo. Geht's dir gut? Sie wissen auch nicht, wem das Auto hier gehört oder so, ne? Haben Sie, wissen Sie gar nicht. Hallo, wen haben wir denn da? Ich wohne da weiter hinten. Ja. Ja. Dann gleich mal hier. Okay, alles klar. Ja, wir kümmern uns erstmal um das Kind. Wir kommen gleich nochmal auf Sie zurück, ja? Hallo. An heißen Tagen können 10 Minuten im Auto für ein so kleines Kind tödlich sein. Obwohl es bewölkt ist, lässt Frederik Richter das Mädchen vom Notarzt versorgen. Zudem ist unklar, wie lange das Baby schon im Auto sitzt. Hallo, wer sind Sie denn? Kleinen Moment, wer sind Sie denn? Entschuldigung, ich bin die Oma von der Kleinen. Die Oma von dem Kleinen. Von der Lilly. Ja. Was ist passiert hier? Wo ist meine Tochter? Beruhigen Sie sich erstmal. Der Lilly geht soweit gut. Wir haben die jetzt gerade aus dem Auto geholt. Die war wohl schon längere Zeit in dem Auto. Und wir mussten sie jetzt gerade erstmal rausholen, weil wir nicht wussten, was mit dem Kind ist. Und wir auch nicht wissen, wo. Wissen nicht. Wissen wir nicht. Deshalb. Die wohnt hier in der Nähe? Sie wohnt hier vorne. Meine Tochter hat mich vorhin angerufen. Ja. Und sie hat am Telefon eigentlich nur so gelallt, hat ganz kurz so Lilly gefaselt, dann brach dieses Gespräch ab. Ja, und okay. Ich habe versucht, sie weiterhin anzurufen. Sie ging nicht dran. Und dann bin ich schnell hier hin und erzähle ich, die Kleine, was ist mit ihr? Und meine Tochter ist nicht da. Wie gesagt, die Kleine das wird jetzt erstmal ärztlich versorgt. Am besten, Sie sagen uns jetzt erstmal, wo Ihre Tochter wohnt. Wir wohnen hier vorne. Die Polizisten wollen in Erfahrung bringen, wem das Fahrzeug gehört. Außerdem bitten sie die Zeugin für eine spätere Aussage auf die Wache. Während die Halterabfrage läuft, beruhigt Melina Hoffmann die Großmutter. Tun Sie irgendwas, weil da muss irgendwas passiert sein. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt gleich zur Wohnung und gucken da erstmal nach, damit wir das aufklären können, ob da alles in Ordnung ist oder was genau da passiert ist. Wohnhaft in Duisburg. Ja, der Kollege macht noch eben eine Halterabfrage. Ja, vielleicht könnt ihr den mal informieren, dass er hier auch an die Örtlichkeit kommt. Ich mache mir solche Sorgen. Das ist ja, das glaube ich Ihnen. Das ist ja auch immer ein doofes Gefühl, wenn man so ein Telefon hat. Der geht super soweit. Die Kollegen kümmern sich um die, da ist alles gut. Da brauchen Sie sich keine Sorgen. Genau, die wird versorgt. Das hat, gucken wir mal, was ihr mit der Tochter ist. Die Ermittler erfahren von der Großmutter, dass der Fahrzeughalter der Vater des Babys und baldige Ex-Mann der Tochter ist. Obwohl die junge Frau zu Hause ist, nehmen die Beamten kein Lebenszeichen wahr. Polizei, hallo! Versuchen wir es nochmal. Ja. Eins, zwei, drei. Hallo, können Sie uns hören? Hallo. Die Polizei, hallo. Ich gehe gleich mal raus zu den Sunnies. Hol mal welche, ja? Mach das, ich bleib hier. Hallo, bleiben Sie mal ganz ruhig. Melanie Hoffmann überlässt die Behandlung der bewusstlosen Frau dem Notarzt. Ihre Aufgabe ist es herauszufinden, warum die junge Mutter ohnmächtig ist. Jeder Hinweis kann ihr Leben retten. Nimmt Ihre Tochter Tabletten? Sie hatte mal eine depressive Verstimmung nach der Geburt. So wie das bei jungen Müttern eben so ist. Aber das ist eigentlich schon eine ganze Zeit lang, seit Wochen nimmt sie nichts mehr. Ich wusste überhaupt nicht, dass sie überhaupt noch was hat. Ja, das sind ja schon einige Tabletten. Ihr ging es super. Die lagen jetzt alle daneben, das Glas lag auch da. Lili. Hallo. Wer sind Sie denn? Bleiben Sie mal kurz zurück, bitte. Wer sind Sie denn? Ich bin Doktor an der Schüssel. Also, ich denke, hier ist was mit meiner Tochter passiert. Ihre Tochter, das heißt wahrscheinlich auch Ihre Ex-Frau. Oder? Was ist denn mit meiner Ex-Frau? Was das gerade behandelt, Beruhigen Sie sich erstmal. Wir haben ja, wie gesagt, Ihre Tochter im Auto gefunden. Und?
Soweit geht es ihr gut. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die Kollegen vom Rettungsdienst kümmern sich gerade um Sie. Wir haben jetzt allerdings Ihre Ex-Frau bewusstlos hier gefunden. Ja, dann lassen Sie mich doch mal ran. Ich bin schließlich Arzt, oder? Dann, erklären Sie uns erstmal, ist irgendwas in den letzten Monaten vorgefallen? Hat sie irgendwie Tabletten genommen oder irgendwas, was darauf hindeutet? Nicht, dass ich wüsste. Also sie hat ja mal Tabletten genommen, aber in letzter Zeit wüsste ich nicht, dass sie irgendwie Tabletten wieder nehmen musste. Oder? Von Ihnen hat sie auch nichts bekommen? Nein, von mir auf. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Okay. Ja, dann gehen Sie am besten erstmal zu Ihrer Ex-Frau. Wir schauen uns einmal ein bisschen um hier. Alles klar, dann. Ja. Hier, Mörser. Tablettenscheine. Ja, Spritze. Spritze. Guck mal da. Schon öfter ja, gespritzt. Mehrere Spritzen. Tabletten jede Menge. Gehen wir am besten mal zu den Sunnies. Ja, würde ich auch sagen. Damit wir schon mal. Ja, okay. Aber komisch. Die Beamten können die Tabletten nicht zuordnen. Ihnen erscheint es auffällig, dass sich die junge Mutter die Tabletten gespritzt hat, statt sie einzunehmen. Und dass niemand etwas bemerkt hat, obwohl die Anzahl der Spritzen auf einen Langzeitkonsum hinweist. Auf einer der Verpackungen findet Frederik Richter den Aufkleber einer Apotheke. Egon von 1129. Habt ihr denn schon irgendwelche Erkenntnisse? Ja, wir haben Tabletten gefunden. Diese wurden aus der Katharinenapotheke ausgegeben. Vielleicht könntet ihr mal Kontakt zu denen aufnehmen, an wen die verkauft worden sind. Vielleicht gibt es da Infos zu. Anthrozeptin heißen die Tabletten. Anhand der Chargennummer auf der Packung ist es möglich, jedes Medikament zurückzuverfolgen. Der Arzt, der die Tabletten verschrieben hat, ist für die Ermittler kein Unbekannter. Ja, verstanden. Also interessant. Was denn? Ja, die Zentrale hat rausbekommen, dass die Rezepte, mit denen die Medikamente gekauft wurden, von Ihnen stammen. Bitte? Ja. Wie können Sie sich das erklären? Also ich habe meiner Frau nie ein Rezept oder irgendwas Sonstiges gegeben. Also auf gar keinen Fall. Das kann ich mir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ja, das weiß ich doch nicht. Woher? Hatten Sie mal einen Einbruch in die Praxis? Hat jemand anders irgendwie Zugang auf die Rezepte? Überhaupt nicht. Also das kann ich mir gar nicht erklären. Wie kann denn das sein? Ja gut, dann muss er... Wer kommt denn da? Hallo, wer sind Sie denn? Hallo. Bleiben Sie mal bitte kurz hier stehen. Ich bin der Freund von der Anne. Sie sind der Freund? Ja. Das ist richtig so. Darf ich mal zu ihr? Nee, Sie bleiben jetzt erstmal stehen. Ich komme gerade von der Arbeit. Haben Sie mal mitbekommen, dass sie Medikamente genommen hat vielleicht? Ja, sie hat schon mal Tabletten genommen, aber... Was waren das denn für Tabletten? Antidepressiva. Die Polizisten vermuten, dass die tablettenabhängige Frau ihr Baby im Drogenrausch im Auto vergessen hat. Dann werden am Arm frische Einstichstellen entdeckt, alle gleich alt und schlecht gesetzt. Da sind mehrere Einstichstellen durch Fremdeinwirkung scheinbar. Ach, hallo? Also das kann nicht gekonnt gewesen sein. Also ist er ja eigentlich damit raus. Also er kann es nicht gewesen. Ja, müssen wir auch mal gucken. So, was haben Sie denn in Ihrem Rucksack drin? Dürfen wir da einmal reingucken? Ja, vielleicht in den Rucksack? Stehen bleiben! Stehen bleiben! Was soll denn das? Der Fluchtversuch des Freundes zeigt Polizeioberkommissar Frederik Richter, dass der Mann etwas zu verbergen hat. Die Durchsuchung des Rucksacks bestätigt das. Alles? Ja, das sind wohl Ihre Rezepte, ne? Warst du das? Sag mal, wo kommst du denn an diese Rezepte her? Das gibt's doch gar nicht. Ja, zuletzt Woche hier war es, weil der Baby krank war, Mann. Da bin ich in meiner Tasche gegangen. Sag mal, was bist du denn für ein Krimineller, sag mal? Hallo, bleiben Sie mal zurück. Und sowas wird hier auch noch in mein Auto. Also sowas gibt's Mann, doch gar nicht. Ich kann dein Blagengeschrei nicht mehr hören, Mann. Sag mal. Alles ist gut. Nur das Kind nicht. Sowas Kriminelles, das wird aber auch noch... Bleib Sie mal ruhig, sagen. So, und wie ist das Ganze dann weiter vonstatten gegangen? Ja, ich bin dann halt mit diesen Rezepten in der Apotheke gegangen und habe mir quasi diese Antidepressiva-Pillen geholt. Als ich dann heute Mittag zu Lea kam, gut, ich habe ihr ein Glas Wasser gereicht. Ich habe ihr K.O.-Tropfen reingetan. Ja, ohne Worte. Das ist doch nicht ihr Ernst. Ich wollte dem Baby nicht wehtun. Ich wollte einfach nur glücklich mit meiner Frau zusammenleben. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Das ist doch nicht ihr richtiger Weg. Den liebevollen Typen hier aber verdammt gut gespielt. Mein Gott, was bist du für ein Schauspieler? Wie kann man sich in einem Menschen so täuschen wie in dir? Ich wusste das gleich, dass es ein Spinner ist. Ganz kurz, die Dame kommt wieder zu sich. Die ist soweit stabil. Wir nehmen sie jetzt mit zum RTW zu Fuß. Aktuell noch nicht vernehmungsfähig. Ja, alles klar. Müssen wir gleich dann gucken. Ja? Ja. Aber wir erklären sich mit dem. So. Dann erzählen Sie noch mal weiter. Und was haben Sie sich dann dabei gedacht bei der ganzen Aktion? Ja, dass hier dann sorgerecht entzogen wird, dass er zur Oma geht oder zum nächsten Mal. Das finden Sie so in Ordnung. Meinen Sie, das ist der richtige Weg? Mehr haben Sie dazu jetzt nicht zu sagen. Ja, der Täter hat zum einen eine gefährliche Körperverletzung dadurch begangen, dass er eine Spritze gegen seine Freundin eingesetzt hat, die er injiziert hat.
Wir wissen nicht genau die Folgen, aber die Frau hat dann wieder ansprechbar zum Glück. Des Weiteren hat er das Kind im Fahrzeug ohne Aufsicht gelassen, was er eben auch durch die injizierte Spritze hervorgerufen hat und sich dessen auch bewusst war. Ja, zumindest hat er sich dann strafbar gemacht und die wird auch entsprechend verfolgt werden. Dann haben wir das. Gut, genau. Ne? Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Nicht alles. Dafür. Ich höre von Ihnen. Genau. Ja, genau. So. Ich komme mit dir mit. Ja. Der Freund der jungen Mutter wird unter anderem wegen Aussetzung, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und Urkundenfälschung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Die junge Frau verbringt einige Tage im Krankenhaus. Nach ihrer Entlassung kehrt sie gemeinsam mit ihrem Baby nach Hause zurück.